Endlich kann ich es wieder sagen. Ich begrüße euch zur Folge Xenoblade Chronicles 2. Durch diverse Faktoren konnte das Spiel jetzt wieder ein paar Wochen lang nicht kommen auf meinem Kanal. Ich habe keine Ahnung mehr, was wir gemacht haben. Ich habe keine Ahnung mehr, ob ich irgendwas offscreen machen wollte oder so. Ja, jedenfalls Zeit hätte ich gehabt für das Spiel. Das ist diesmal nicht meine Ausrede. Aber ja, ich konnte keine Switch-Aufnahmen tätigen. Das ist das Problem. Wieso, warum, weshalb? Boah, ich will nicht kämpfen. Ich will eigentlich nur einen Sammelpunkt nehmen, aber egal. Wieso, weshalb, warum ist jetzt nicht das, worum es gehen soll, sondern jetzt geht es darum, wir spielen Xenoblade weiter und endlich spielen wir Xenoblade weiter. Ich glaube, wir waren ja auf der Suche nach dem Ersteller von Layla, also wer sie fertiggestellt hat. Da haben wir im letzten Part, glaube ich, eine Handlungsmission gehabt, wenn ich mich recht entsinne, die wir beendet haben. Und jetzt müssen wir halt irgendwo hin. Ich kann mal kurz auf die Karte gucken, wo wir eigentlich genau hin müssen. Moment. Ich habe jetzt halt hier keinen Punkt auf der Map. Dahin muss ich. Okay. Dann wäre es ja am sinnvollsten. Nee, warte, wenn ich jetzt hier im Portal komme, dann habe ich gar nicht hin, oder? Muss ich wahrscheinlich von hier irgendwo oder so. Ich muss jedenfalls weiter nach unten. In die Richtung. Soll ich vielleicht mit dem Ding hier nach unten? Oh! Hi! Soll ich hier wieder nach unten? Ich weiß es halt nicht. Ist da gerade Trauma runtergesprungen? Trauma! Wir nehmen das LP jetzt wieder auf. Du musst keinen Selbstmord begehen, weil das nicht so lange nicht mehr kam. Hallo, das ist gut, Tromark. Bleib locker. Denko. Aha. Seiten. Das ist alles für Namen sind. Okay. Titanschädlinge. Feuer zweimal. Guck mal. Habe ich hier irgendwas Feuermäßiges? Dich. Und du bist auch Feuer. Wundervoll. Dann kann ich mal gucken, ob ich irgendwas habe, was unten die Bedingungen erfüllt. Also die Punkte da unten, aber scheinbar nicht. Ja, dann schicke ich einfach auch welche mit los. Du kannst auch mit, weil du auch Feuer bist. Du kommst mit. Keine Ahnung. Du. So, los. Hatsu Einheit, ja. Nee, Katschasu, nicht Hatsu. So, los, macht hinne. Tschüss. Viel Spaß, ihr lieben Söldner-Truppen. So, Nier, Rang C, bla bla bla. Sehr schön. Muss ich hier runter? Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann nicht an die Leiter dran. Ich wäre jetzt ganz gern im Flug so an die Leiter dran, aber das ging halt nicht. Egal, ich habe es trotzdem irgendwie überlebt. Ich muss auf jeden Fall weiter nach unten. Deswegen wahrscheinlich bin ich hier richtig. Ich hoffe es zumindest mal. Das überlebe ich auch, oder? Nein. Cool. Wie auch immer ich dann keinen Sprung gerade eben so erlebt habe, weil der war jetzt meiner Meinung nach nicht so groß. Aber okay. Nicht so hoch, meine ich. Wie der gerade eben. Aber okay. Ich hinterfrage es einfach nicht. Jetzt muss ich da zurück hinlaufen. Muss ich überhaupt da unten, muss ich da hinten oben lang? Ich habe doch keine Ahnung. Sehe ich so aus? Jetzt habe ich das falsche Menü geöffnet. Oh, es geht mir direkt auf den Sack, das Menü. Es geht direkt auf den Sack. Ich muss wahrscheinlich... Ich weiß es halt nicht. Muss ich zum alten Industriegebiet? Ich weiß es halt nicht. Von wo aus ich lang muss. Das ist immer wieder... Das Schöne an Xenoblade, du hast keine Ahnung, wo du lang musst. Das gab es beim ersten Teil so oft, bei mir zumindest, wenn ich das Spiel halt nicht kenne. Aber ich muss ja irgendwo... Das sah gerade schon richtig aus, als ich da runtergelaufen bin, weil das Spiel mir auch immer gesagt hat, hey, du kommst wieder nach unten, du kommst wieder zum Ziel. Deswegen, es sah halt gerade schon relativ richtig aus hier eigentlich. Wo ich lang gelaufen bin. Wo waren die Leiter? War hier oben überhaupt eine Leiter? War die drüben auf der Seite? Ich habe doch keine Ahnung. Ja, die ist da drüben.
Diesmal springe ich da auch nicht runter. Sondern laufe da. Also kletter da runter, nicht laufe. Ey, das ist aber so riesig. Wer will denn da wieder hoch und runter klettern? Das will man doch nicht. Fusch. So, ganz sicher. Onia bringt sich fast um. Gut, Onia, viel Spaß dabei. Tora, hallo, alles gut bei dir? Wusch. Ja, so ein Schatz. Ist das heiß? Was hast du gesagt? Sag's mir nochmal, ich will es lesen. Irgendwas mit heiß. Oh, kein Kristall. Davon könnte ich auch noch ein paar benutzen. Komm, wir kämpfen mal. Gegen die Nussechse. Hi. Ja, ich habe jetzt voll lang nicht mehr gekämpft. Wie geht das nochmal? Toll, jetzt habe ich erst den Angriff zu, also vorm Flanken benutzt. Das war gut. Ich muss halt erstmal kurz reinkommen, wie das Kämpfen im Spiel noch funktioniert. So ein bisschen weiß ich es noch. Betonung liegt auf so ein bisschen. So kommen wir die umwerfen, ich weiß. Boah, wir haben ihn sogar hochgeschleudert, nice. Bam. Wir zerstören ihn scheinbar gerade so ein bisschen. Zumindest kann ich mir so vor. Ja, ist vielleicht so. Das ist doch. Genau so muss das laufen, würde ich sagen. Das ist doch ein richtig guter Kampf hier. Bam, bam, bam. Bams. Blitzbeben? Das kennen wir noch gar nicht, glaube ich. Komm, wir können es machen. Oder ist es schon tot? Nee, wir können es machen. Mal gucken, wie das abläuft. Oh, das war knapp. Aber das war's schon. Okay. Ja. No problem at all. Aber scheinbar bin ich in der Richtung. Ja, also. Ich muss auf jeden Fall hier nach unten. In die Richtung. Das heißt, ich muss wahrscheinlich dort hinten durch, oder? Kann das sein? Was ist das hier eigentlich für grünes Zeug? Ist das irgendwelcher Giftmüll oder sowas in der Richtung? Was ist hier hoch? Wir gucken einfach mal. Wenn nicht, ist das auch nicht schlimm. Wir haben jedenfalls die Monster für die Quest. Guck mal einer an. Das ist ja praktisch. Dann würde ich sagen, let's go. Let's go. Erstmal ein bisschen kämpfen hier. Das sind zwar ziemlich viele und das ist relativ uncool, aber wir können das hinkriegen. Chain Attack? Nee, machen wir jetzt nicht. Ich habe Angst zu sterben, weil es so viele Gegner sind. Das ist interessant ja von der Aussicht her. Was passiert hier eigentlich gerade? Donnerblitz! Los, Pikachu, Donnerblitz! Hahaha, witzig, Marvin, hahaha. Was passiert hier eigentlich gerade? Ich sehe nur überall irgendwelche Attacken aufblitzen und meine Charaktere sich hinher bewegen und einfach alles explodieren. Eisstaub. Bam. Und Kälteeinbruch, was auch immer. Bam, 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 bam. Da liegt sogar ein Krankes herum. Hi. Wieso willst du aufgeben, Tora? Du bist doch gleich tot. Quatsch. Du bist noch nicht tot, das meinte ich. So ziemlich nicht tot. Da liegt auch noch ein Dingsteil rum. Nicht, dies ist despawned. Das habe ich mal nicht gesehen. Nussechse. Haben wir doch gerade draußen auch schon, oder? Tiefster Winter. Los! So, draufhauen und BAM! Boah, der Schaden!
einfach alles explodiert schon wieder direkt. Ach ja, ich liebe das Spiel. Die Effekte und alles, das ist so geil im Spiel. Showdown. So, alles aufnehmen hier, alle Items und sonst was. Da jetzt spawnt wieder was. Rumbling Smash! Was war das denn? Das klang interessant. Liebe Nia, das klang sehr interessant. Ich bin so eine dumme Echse. Was ist immer die gleiche? Keine Ahnung. Gammastrahl. Einfach alles explodiert komplett hier. Röhrenfleder. Was war das für Geräusche? Ich weiß es nicht. Wasser so. Nee, Kraftfleder. Es sind so viele Fleder, die gerade rumturnen. Muss ich ja davon nicht. Ja, oh, toll, was gleich tut. Das ist uncool. Aber ich habe ja genug Dings, um wieder zu beleben, falls er jetzt sterben sollte. Hallo, Tower, du bist tot. Und lebe bitte wieder. Oh, ich habe Dings Attacke aktiviert. Ups. Das wollte ich gar nicht, weil Tower wieder beleben. Aber da stand man hier leben da. Deswegen habe ich es nicht getan. Giftwasser, was auch immer. Mach mal. So, ich wechsle jetzt Brune. Hey, viel hat einfach Sinn hier. So. Eisstaub, was auch immer. Gönn dir. Bam. Es ist einfach so krass alles. Das war mal so viele G1, es sind nur noch 3. Damn, 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 Wolfric. Einfach alles. Weißer, was war das? Da klang halt irgendwas. Söldner-Quest, da war gerade irgendein Söldner-Quest-Symbol. Habe ich eine neue bekommen oder so? Keine Ahnung. Was passiert hier eigentlich? Brune! Scheinbar habe ich die Quest auch irgendwie geschafft oder so, weil da ist kein Quest-Symbol mehr drüber. Noch ein Meisterfühler. Brauche ich die folgende Söldner-Quest oder was? Ey, was ist denn hier alles abgeht? Wild Roar! Wie viele von den Viechern sind ja eigentlich noch? Was ist das? Wollt ihr mir immer neue oder so? Das kommt mir halt so vor irgendwie. Badababa. Sehr schön, das war's. Tödliches Unwetter. Nice. Elementweisheit. Ah, du bist wieder zurück. Umweltforschung. Okay, wir haben einfach alles jetzt aufploppen gehabt und ich habe schon wieder den scheiß falschen Knopf gedrückt. Ich krieg eins zu viel. Mann! Wieso kann man sich umstellen? Ja, das freut mich, dass du dein Bestes gegeben hast. Abgeschlossen. Und ganz viel Harmonie-Stuff. Wundervoll. So, dann machst du auch was in Moradain, bitte. Die macht ja gerade VIP Security, okay. Viel Spaß dabei. Nehmen wir mal dich. Und dich. Du wärst Elektroelement. Ja, mach halt. Dann gebe ich ihr eine andere Klinge. Oh, ich keine Ahnung. Mach mal viel Spaß dabei. Just show me the way. So, und dann braucht noch Dings neue Klinge. Ich habe ja ihre gerade weggenommen.
So, Klingenpartner. Hier packen wir mal. Ah, die meisten sind gerade auf Söldner-Dings. Cool. Scheinbar. Dein Dunkel-Element. Wind habe ich jetzt schon mit der anderen. So. Nia Rang C. Ah, ich wollte noch gucken, wegen den Harmonie-Erfolgen. Falsches Menü. Ich liebe es. Moment, Moment. Hier, genau. Mithra. Harmonieringe. So, du hast nix. Du hast nix. Du hast was, sehr schön. Du hast auch nix. Du hast ein bisschen was. Sehr schön. Du hast nix. Du hast was, okay. Dann ist ob da. Egal. Dann war es vielleicht auch vom letzten Mal, wo ich gespielt habe. So. Wärme. Was? Wärmerohrgabelung. Oh, Durchhörvermögen habe ich jetzt gerade nicht dabei. Okay. Müsste ich mal gucken. Was sind so viele Gegner? Ich kämpfe jetzt nicht mehr gegen euch. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich einfach raus. Und gut ist. So. Was soll ich jetzt hier tun? Ich bin hier, na und? Weiter. Was? Was? Was war denn das? Yo, ich bin in der Stadt. Da laufe ich jetzt ganz bestimmt nochmal hin. Alles klar, Spiel. Was war das jetzt für Quest, die ich beendet hatte? Missionsbuch. Die hier war das. Bringe die weißen Führer zu Joplin am Palast von Heartache in Moradane. Aha. Wo muss ich dafür hin? Das ist ein bisschen weiter weg. Alter, als ob ich da gerade... Ich wusste halt nicht, wo ich hin soll. Was kann ich dafür spielen? Please. Aber dann war ich da unten wahrscheinlich doch nicht richtig. Ich habe wenigstens rausgefunden, wo die Sidequest ist. Oder gewesen ist, wie auch immer. Meine Güte, was ist das denn schon wieder alles hier? Ah, jetzt muss ich ewig laufen. Wie komme ich da am besten wieder hin? Wahrscheinlich muss ich da eh nicht runter, wenn da kein Weg ist. Aber wo soll ich denn hin für die Story-Quest? Na, Joplin, was geht ab? Hier für dich. Oha, sehen meine trüben Augen halt bei einem weißen Fühler? 3 Stück sogar, ausgezeichnet. Sag bloß, ihr habt meinen Zettel gelesen. Ja. Ein Glück, dann hat ihn also doch noch jemand gesehen. Ich beschäftige mich aktuell mit der Erforschung der ardenischen Fauna, müsst ihr wissen. Dazu ist allerdings auch immer mal wieder vor Ort Arbeit nötig. Leider verfüge ich weder über die Zeit noch über den nötigen Muskelschmalz, um mehr zur Wärmerohrgabelung zu gehen. Da aber die ardenische Fauna recht reichhaltig ist, haben sich die Nähkraftleder sowieso ein etwas niedrigere Priorität. Was? Haben die Nähkrafthalter wahrscheinlich eine niedrigere Priorität oder so? Keine Ahnung. Doch dank der Fühler, die ihr mitgebracht habt, kann ich zumindest einen grundlegenden Bericht verfassen. Mit dieser Information sollte der Kampf gegen die Viecher einfacher werden. Die dänische Armee wird also auf jeden Fall davon profitieren. Ach so ist das. Nun, ich sollte mich jetzt lieber an meinen Bericht setzen. Oh, und ihr habt eure Belohnung. Ich bin wirklich froh, dass ihr euch um mein Anliegen gekümmert habt. Danke. Bitteschön. Also bekommen wir Schönes. Umweltforschung abgeschlossen. Sehr schön. Ja, Palastwächter, bla. Gold, EP und THP. Wow, nichts Spannendes. Okay. Schlüsselerfolg von Satan. Spannend. Das juckt mich voll, weil ich ihn auch weiter im Team haben werde. Auf jeden Fall. Ja, gut. Ich habe keine Ahnung. Dann gehe ich einfach mal hier zu... Komme ich von hier nach da hinten hin? Ich habe doch keinen Plan. Ich gehe einfach mal hin hier unter zu dem Hafen und gucke mal, ob ich von da irgendwo nach da hinten komme. Ich glaube es aber halt echt nicht. Wenn ich da hinten rumgehe... Ich glaube, da hinten sind wir noch nie rumgelaufen. Kann das eigentlich sein?
Timmel. Oder Timmel möchte reden. Oder Timmel, keine Ahnung. Kümmel. Poppy, Abhörmodus aktivieren. Jetzt wollte ich Popeye sagen. Ich bin geschädigt von Secret of Mana. Wusstet ihr schon, dass es hier im Hafen Anagam ein Tor gibt, das immer fest verriegelt ist? Denn da liegt nämlich das Ödland von Kansak. Und dort bimmelt es nur so von gefährlichen Monstern. Alles klar, das ist spannend. Gehen wir bestimmt im Laufe des Spiels auch mal hin. Muss ich jetzt hin oder was? Aber da hinten führt mich meine Hauptquest hin. Leute, ich muss da durch. Oh, was ist das denn? Komm, wir springen da jetzt rüber. Das hat nicht ganz geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Kann man darüber springen? Das wäre irgendwie witzig. So auf den Stein. Also ich bin eigentlich nicht gesprungen, deswegen. Ja, wo muss ich jetzt, jetzt hin? Ich habe keinen Plan. Sehe ich so aus? Vielleicht kann man da wirklich einfach hinspringen, weil ich glaube kaum, dass das Spiel das so möchte. Ich glaube es halt eigentlich auch nicht. Nee, das geht nicht. Und tschüss, again. Alle stürzen sich mit mir in den Tod und sind einfach jetzt weg. Für immer. So, ja, jetzt ist die Frage, wie komme ich weiter? Es ist eine äußerst gute Frage, auf die ich jetzt noch keine Antwort weiß. Hm. Ich muss ja irgendwie zur... irgendeiner Fabrik, wurde mir ja gesagt. Keine Ahnung, ich wollte doch in das Menü, ich bin dumm. Nein, geh weg. Obere Ebene. Ich muss doch einfach nach links, oder? Von hier aus, um nach links. Das hat auch einer gesagt, so ein Typ hat auch einfach gesagt, links rum oder so. Was ist das nicht du? Äußere Fabrik, oder? Dann nehmt ihr von hier aus einfach den linken Pfad. Wow, ich bin echt gut. Manchmal. Den linken Pfad, das also hier nach unten. Super. Dass ich darauf nicht komme. Das ist wieder fantastisch. Aber egal, wir haben wenigstens durch Zufall rausgefunden, wo die Monster von der Mission waren. Das hätte ich sonst wahrscheinlich niemals rausgefunden im Spiel. Ist auch eine gute Sache. War ich hier hinten nicht sogar irgendwann schon mal... egal. Wir gucken uns jetzt hier um und finden hoffentlich schnell... oh, geh weg, Zeitnager. Finden hoffentlich schnell... den Spot, wo wir für die Quest hin müssen. Ich habe jetzt halt mein Dings nicht mehr, mein Questmarker, deswegen ich weiß nicht, ob ich da hinten rum muss oder nach unten. Kann das Monster mich bitte in Ruhe? Dankeschön. Okay, nach oben muss ich, alles klar. Wow. Das war jetzt auch so schwer hinzukommen, auf jeden Fall. Und da unten muss ich wahrscheinlich hin irgendwie. Jetzt ist die Frage, wie geht das sicher? Das ist eine äußerst gute Frage, auf die ich bisher noch keine Antwort weiß. Rex, könntest du bitte... okay. So. Dann. Jo. Rex, please. Danke. Hm. Wir gönnen uns erstmal einen Sammelpunkt hier, würde ich sagen. So. Aber wo ich jetzt wirklich weiter hin muss, ist eine gute Frage von hier aus. Map. Ich muss ja im Prinzip nach unten. Die Frage, wie komme ich denn weiter? Wo muss ich denn hin? Da oben rein oder so? Da kann ich ja gar nicht hinkommen, glaube ich. Ich bin sogar auch hier gefangen auf der Ebene oder was? Ich kann nicht mal nach oben kommen oder wie sie sah jetzt aus. Wow. Ach, was ist das denn schon wieder? Ist da. Ich wollte da nicht runterspringen. Ich wollte nicht da runterspringen. Ich wollte es nicht. Ich wollte nur an den Rand gucken.
eigentlich ursprünglich. Aber jetzt bin ich wenigstens weiter oben. Und kann gucken, wie ich da vielleicht hinkomme. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich soll ja angeblich durchs alte Industriegebiet. Das ist das ja hier wahrscheinlich. Aber jetzt die Frage, wo komme ich vom alten Industriegebiet aus nach da unten? Von da hinten wahrscheinlich. Wenn ich hier irgendwo lang gehe. Da hast du einen Schatz. Das ist ziemlich gut. Noppon-Duplone. Okay. Bestimmt für eine Quest oder sowas wichtig, keine Ahnung. Da sterbe ich doch bestimmt, wenn ich drunter falle. Oh, wie komme ich denn da runter? Och, ich... Gah. Hier komme ich nur nach oben. Sind hier irgendwo irgendwelche Wege oder so? Ah, guck mal. Das könnte okay sein. Und da unten ist sogar eine Schatzkiste drauf. Guck mal an. Nice. Seltener Kernkristall, wundervoll. Jetzt bin ich wieder hier. Hä, toll. Ich bin irgendwie an den Hafen gekommen. Von da aus komme ich ja jetzt nicht weiter und ich komme von dem Dach nicht mehr runter, glaube ich. Ja, Pyrush, Quatsch, Mifra stürzt sich in den Tod, so ist gut. Und da ist sie wieder. Lebe ich hier? Nein. Och, Mann. Oh, jetzt bin ich wieder hier. Kann ich einfach runterlaufen? Geothermie-Prozessor, haha. Wo bin ich hier? Komm out, komm out. Ich bin so verwirrt gerade von diesen ganzen Gebieten. Vor allem, weil die Karte jetzt nur mehr übereinstimmt, weil ich ja quasi gerade unter der Map laufe. Ich kann auf jeden Fall noch mehr nach unten. Das sieht halbwegs richtig aus. Ich glaube aber, ob wir komplett richtig sind, das werden wir dann im nächsten Part rausfinden. Ja, bis dann, ciao. Ivy Road, tschüss, würde ich sagen.